Momentan ist ja Wahlkampf in Bayern und ich stehe hier gerade mit Claudia Roth, der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen in Berlin und wollte sie mal fragen, wie es dort momentan so aussieht. Hallo Claudia, Hallo. du warst ja gerade kürzlich in Bayern. Wie war denn dein schönstes Erlebnis dort? Wie kannst du es beschreiben? Es gibt natürlich jeden Tag wunderschöne Erlebnisse in Bayern. Ich habe dort Orte von großer Herzenswärme und Solidarität erlebt und gesehen bei der Lebenshilfe in Erlangen zum Beispiel, wo deutlich wird, was die Menschenwürde bedeutet und dass Menschenwürde eben auch für Menschen mit Behinderung gelten muss. Und ich war in einem großen Sozialkaufhaus, wo Jugendliche eine Ausbildung erfahren und damit auch eine Zukunftschance erfahren, die sie sonst nicht bekommen würden. Und da habe ich mir ein wunderschönes, ganz kitschiges, großes Schutzengelbild gekauft, habe es in meine Wohngemeinschaft gebracht. Die haben ein bisschen den Kopf geschüttelt. Wie schätzt du denn die Chancen ein der Bayerischen Grünen und deren Spitzenkandidat Sepp Daxenberger, die Alleinherrschaft der CSU zu brechen? Ja, ich glaube, wir sind ziemlich nah dran. Also das, was eigentlich immer als undenkbar erschien, das ist jetzt wirklich möglich. Wir zeigen es diesmal der schwarzen Macht. Wir packen es. Es wird auch Zeit, denn diese CSU hat so abgewirtschaftet, sowohl was die Inhalte angeht. Sie sind die größten Atomlobbyisten. Sie sind diejenigen, die vorauseilend Verfassungsbruch betreiben mit dem Online-Durchsuchungsgesetz, mit dem Versammlungsgesetz, das sie einschränken, massiv einschränken zu Lasten der Bürgerrechte. Sie reden viel von Gerechtigkeit, sind aber diejenigen, die gegen Mindestlohnregelungen eintreten. Also wir haben eine große Chance und wir haben natürlich einen wunderbaren Spitzenkandidaten mit Sepp Daxenberger. Der ist so bayerisch und der macht deutlich, dass der liebe Gott Bayern nicht der CSU geschenkt hat, vermacht hat, sondern dass es ein anderes Bayern gibt. Ein Bayern, was bodenständig ist, was traditionsbewusst ist, was wertebasiert ist, aber was liberal ist, was aufklärerisch ist, was demokratisch ist. Und das alles verbindet der Sepp mit einer tiefen Verwurzelung mit dem Land, aus dem er kommt, mit seiner Heimat, ohne dass er reaktionär ist, mit einer profunden Kenntnis, was die Menschen vor Ort wollen. Als langjähriger Bürgermeister kann er die Menschen direkt ansprechen und überzeugen. Und das ist einfach toll mit Sepp zusammen auf dem Wahlkampf. Auf der anderen Seite ist ja Erwin Huber und der hat kürzlich gegen die Linke aufgerufen, zum Kreuzzug hat er aufgerufen. Was hältst du von dieser Aktion? Also erstens halte ich von den Kreuzzügen nichts. Ich halte auch nichts davon, dass Herr Beckstein in der Zwischenzeit von der christlichen Leitkultur spricht. Also ich meine, die deutsche Leitkultur ist schon etwas, was allein in Bayern nicht funktioniert, weil Schwaben und Oberbayern und Franken und Oberpfälzer sind sehr unterschiedlich. Aber jetzt auch noch von der christlichen Leitkultur zu sprechen, das grenzt nun radikal aus. Das grenzt die bayerischen Juden aus, die bayerischen Moslems aus, die bayerischen Menschen aus, die keiner Religion sich verbunden fühlen. Ich glaube, solche Äußerungen von den Kreuzzügen, solche Äußerungen, man müsse denen die Fratze vom Gesicht zerren, solche Äußerungen von Beckstein, von Frau Haderthauer, die immer peinlicher und dämlicher werden, die zeigen eigentlich nur, wie der CSU das Wasser bis zum Hals steht. Sie haben unglaublich Angst, sie werden unglaublich nervös, sie schlagen wild um sich. Letztendlich machen sie damit die Partei Die Linke überhaupt hoffähig, weil man kennt sie gar nicht in Bayern, man weiß überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Und ich glaube, wir haben die historische Chance, diese Partei abzulösen, eine andere Politik in Bayern zu begründen, denn sie hat wirklich abgewirtschaftet, sowohl was die Retro-Inhalte angeht, aber auch was den Politikstil und die Wortwahl angeht, die kommt in Bayern auch nicht mehr an. Wir bedanken uns bei Claudia Roth und wünschen den Bayerischen Grünen auf jeden Fall noch viel Erfolg im weiteren Wahlkampfverlauf. Dankeschön.